Aber ja. Ich bin so am Überlegen, wer auf dem Weg dahin am meisten geschlingert ist. Und ja. Da bin ich wieder ein bisschen bei Krogi. Obwohl, ich kann dem nicht trauen, dem Mann. Dann bin ich bei Krogi. Also ich bin auch bei Krogi. Nein. Der guckt eigentlich so komisch, ey. Geht doch mal meine Antworten durch. Dann ist es vielleicht doch Krogi. Du bist der Agent, fertig. Ja, okay. Nein, stopp. Okay, Leute. Herzlich willkommen zu Almost Playly, meine lieben Damen und Herren da draußen. An diesem fantastischen Tag, wo ihr wieder dieses fantastische Let's Play mit Gesellschaft spielen guckt, denn Gesellschaftsspiele sind cool, genau. An meiner Seite ist Flo Harten, Marc Lehmann, Michael Krugmann ist der Name, Lars Pausen und ich bin auch wieder dabei. Und wir spielen heute wieder einen Klassiker, denn Flo Harten ist dabei und er hat sich was gewünscht. Was hast du dir gewünscht, Flo Harten? Ja, natürlich Agent Undercover. Yeah! Beste Gesellschaftsspiel. Bei Agent Undercover, ich fasse mich kurz, müssen alle Mitspieler hier am Tisch in Rollen schlüpfen. Und eine Rolle ist der des Agenten. Die anderen Rollen sind die einem Ort zugeordnet. Also zum Beispiel, wir sind bei, ich öffne hier mal ein Tütchen. Wir sind im Supermarkt. Wir sind im Supermarkt, da gibt es den Fleischermeister, den Kunde, den Ladendetektiv und den Kassierer. Und die Rollen sind natürlich verdeckt und wir stellen uns Fragen und die Aufgabe derjenigen, die nicht Geheimagenten sind, ist rauszufinden, wer der Geheimagent ist und der Geheimagent muss rausfinden, an welchem Ort wir uns befinden. Das mit schlauen Fragen. Alles ist natürlich total verwirrend. 8 Minuten geht eine Runde. 8 Minuten. Dann müssen wir abstimmen, wer der Geheimagent ist. Gibt es noch was hinzuzufügen? Nee. Also es wird sehr erklärt. Wir werden es sehen. Sehr schön. Du kannst Stopp sagen, wenn du Agent bist und sagst, du weißt genau, wo wir sind. Und du kannst Stopp sagen, wenn du sagst, der Typ ist Agent. Genau. Man hat hier noch so eine freshe Karte, wo alle möglichen Szenarien draufstehen. Da kann man immer mal raufluschern, wenn man Agent ist. Aber nur, nur auf die ungarische Seite. Ja, die hätte ich eben aufgeschlagen. Es gibt ja auf Deutsch und auf Ungarisch. Ja. Das ist nicht klar gewesen. Ah ja. Ich würde sagen, Beispiel immer noch mein Favorit, das Vaines Kötzpont. Wir mischen das jetzt hier mal wild durch. Mein Humor, tatsächlich. Und ist immer geil, das ist wie vor so einer Klassenarbeit, wenn man sich nochmal den Spicker durchliest. Wir jetzt alle versuchen, panikmäßig sich 40 verschiedene Szenarien einzukriegen. Die Karte bleibt doch bei mir, oder? Ja. Aber guck nicht drauf, wenn du Agent. Aber natürlich, wenn du als Agent die ganze Zeit, während alle sich unterhalten und alle anderen zuhören und so, was sagt er, du nur so da sitzt? Mir egal! Was kann sein? Ich habe hier jetzt schon ein Tütchen rausgesucht, wo eine Berufsgruppe, ein Ort mit mehreren Karten drin ist. Mhm. Und ich teile diese Karten jetzt aus. Die Karte geht an Michael. Dankeschön. Du teilst Fabian. Lars. Aus. Ja, okay. Fabian. Okay, krass. Flo. Und das geht an den Marc. Und ich würde sagen, ich darf auch die erste... Ja, tu's. Frage stellen, tu's, oder? Mhm. Michael. Fabian, startest du den Timer auch? Ach so, ja. Den Timer starte ich natürlich auch. Kannst auch nach oben, ne? Ja. Und los geht's. Okay. Michael, trägst du festes Schuhwerk? Ey. Also schöne geschlossene Frage. Ich werde die aufbrechen, die Frage. Ich trage sehr gerne braune, festes Schuhwerk, schön ordentlich zusammengebunden. Also die Schnürung muss immer ordentlich sein, ist mir sehr wichtig, ja. Mhm. Fabian. Man darf nicht zurückfragen. Stimmt, so war es ja auch. Das war die einzige, die ich jetzt... Okay, dann Lars. Ja, das darfst du. Wo befinden wir uns denn? Okay, warum habt ihr euch denn gestritten? Ihr könnt nicht alle meine, da habe ich Patent drauf angemeldet auf meine Frage. Nein. Wer? Ja, du und die Sekretärin. Naja, es ging um so eine Kleinigkeit wie immer. Ich grüße sie recht herzlich und sie hat, wie ich finde, nicht genug Emotionalität an den Tag gelegt, wie es für meine Position angebracht wäre. Wir haben uns kurz gestritten, aber ich habe ihr auch wieder verziehen. Klassischer Streit. Okay. Flo. Ja. Ist das eigentlich ein Nachteil oder ein Vorteil, dass ihr euch nicht angucken könnt? Flo, sag mal, es gab ja letzt einen Alarm
bei uns. Habt ihr eigentlich rausgefunden, warum dieser Alarm stattfand? Ich bin mir da nicht sicher. Ich glaube, das war aber so ein typischer Übungsalarm, wie wir den einmal im Jahr machen, um einfach zu testen, ob alles funktioniert. Alle wissen, wie es abläuft, wo man sich zu sammeln hat und wie man feststellt, dass es hier alles sicher ist. Danke. Marc. Ja. Guck doch mal kurz da hoch. Mhm. Sag mal, wann bist denn du hier heute hergekommen? Um wie viel Uhr? Also meines Erachtens nach viel zu früh. Wirklich viel zu früh. Ich war noch nicht ganz ausgeschlafen. So möchte ich es mal sagen. Warst noch nicht ganz ausgeschlafen. Wenn du jetzt eine konkrete Uhrzeit nennen solltest. Eine ganz konkrete Uhrzeit. Ungefähre. Darf ich keine Nachfragen stellen eigentlich? Ja, stimmt, eigentlich nicht, ja. Eigentlich hat er schon das ist Antwort. Wirklich nicht und möglich. Auf wessen Seite steht ihr? Ja, ich nur das meiner oder der des Agenten? Ich bin es schon sehr konkret. Es war für mich zu früh, ich war noch nicht ausgeschlafen und so. Das muss dir reichen an dieser Stelle. Okay, Frage an dich nochmal, Lars. Ja. In deinem Arbeitsumfeld, ist es mehr so neonröhrenmäßig, kommst du schwer raus oder bist du viel an der Luft und genießt die Sonne? Oder wie sieht das so aus? Es gibt seltene Momente, an denen ich tatsächlich während meiner Arbeit auch Sonnenlicht bekomme. Mhm. Die sind aber, und das möchte ich jetzt ganz klar sagen, zu selten. Okay. Mhm. Ja. Fabian Krane. Hallo. Kleines Luderchen. Guck mal so bei deiner klassischen Arbeitsstelle nach oben. Wie hoch sind denn da wohl die Decken? Hey, jetzt klaust du meine Frage. Was? Die Decken sind schon relativ hoch, kann man sagen. Ja, so. Willst du 2 Meter? 2 Meter? So. Okay, 2 Meter ist auf jeden Fall das Gegenteil von relativ hoch. Das ist, ich stoße mir fast den Kopf hoch. Ja? Na, wie groß bist du? 1,90 knapp? 1,80? Das heißt, du hast dann so viel Platz zwischen Kopf und Decke. Okay, Rocket Beans Keller. Wenn das relativ hoch ist, wie ist deine Wohnung? So? Weiß ich nicht. 1,50. Nachfragen sind nicht erlaubt. Das stimmt. Okay. Marc. Ja, bitte. Wann, also wie kriegst du dein Essen? Wie ich mein Essen kriege? Ja. Das ist eine Mischform. Also ich bringe mir schon was mit. Ja. Aber inzwischen gibt's auch was bei uns. So eine Kantine. Kann man hingehen. Okay. Hm. Ja. Krogi. Marc. Na? Wie geht's dir? Wie ist denn so der Pegel bei dir auf der Arbeit, geräuschmäßig? Das ist ja ein Thema, was dich generell sehr beschäftigt. Ist das eher, eher so ein bisschen so sehr still? Kommst du da sehr gut zur Ruhe oder dröhnt dir der Kopf, wenn du nach Hause kommst? Wie ist das? Ich bin ganz ehrlich, es ist immer sehr wechselhaft. Also es gibt Situationen, weißt du, da ist man Herr der Lage. Mhm. Und dann hat man alles richtig im Zaun, hat alles gebändigt und man fühlt sich richtig, richtig gut, weißt du? Aber dann gibt es auch so Momente, ja, das ist einfach sehr laut und dann will man auch einfach nur noch weg. Das kenne ich auch aus meinem Alltag, muss ich sagen. Und dann dröhnt zu Hause auch. Und dann bin ich auch froh, wenn ich mir dann abends ein kleines Weinchen aufmache und dann einfach mal, ne? Einfach mal die Schuhe 13 Grad sein lasse, Leute. Das muss ich schon mal ganz ehrlich sagen. Verstehe. Ja. Ist gut. Ja. Stopp. Also, liebe Freunde, es ist ja wohl offensichtlich, wer hier der Agent ist. Ja. Und das ist Flo Harten. Was? Bist du doof? Warum? Okay, ich bin auch gespannt. Begründen Sie es. Also, Flo Harten. Ich habe ja mit dir Spiele spielen. Nee, also der Move, dass du gleich ganz am Anfang jemand anderes als Agenten bezichtigt hast, das ist ein klassischer. Das war ein klassischer Gag. Ja, okay, erzähl mal. Klassischer Gag und. Darüber hinaus kam dann, als ich dran war, die Nachfrage, als es um die Deckenhöhe ging. Das war einfach nur ein Vermerk darauf, dass deine Antwort sehr dumm ist.
Weil 2 Meter Deckenhöhe ist einfach super niedrig und ja, nicht sehr hoch. Ja, ja, okay, alles klar. Ich meine, die Leute, die Bescheid wissen, wissen Bescheid. Und ich würde sagen, wir stimmen jetzt ab, oder? Wenn du willst. Hä, hast du nicht noch ein Argument? Das war also, wenn du willst, können wir jetzt abstimmen, aber. Ist das? Nein, nein, aber. Also noch hast du mich nicht, sagen wir es mal so. Mich auch nicht, tatsächlich. Na, er hat das damit begründet, dass es sehr dumm war, aber natürlich hat meine Angabe zur Deckenhöhe auch was mit dem Ort, an dem wir uns gerade befinden, zu tun. Und den kannte er offensichtlich dann nicht. Was wurde Flo denn gefragt überhaupt nochmal? Das weiß ich gar nicht mehr. Nein, ich wurde gefragt, wie hoch. Nee, was wurde Flo denn gefragt, meine ich? Wer hat Flo befragt? Hattest du? Lars hat gefragt nach. Was war das nochmal? Ich hab doch die. Nee. Nee, du hast mich gefragt. Ja. Nach. Du hast perfekt. Alarm. Ach ja, genau. Alarm. Ja, und das war eine. Ich muss was sagen, das war schon eine sehr gute Antwort. Würde ich auch meinen, dass wenn man wüsste, wo es ist, dass man denken könnte. Also Also. Das könnte natürlich auch ein Move von Craney gerade. Obwohl, jetzt nee, jetzt naja, wenn jetzt alle auf mich stimmen und er Agent wäre, hätte er gewonnen. Aber also ich glaube. Aber das werde ich halt nicht tun. Gut, dann stimmen wir wohl ab. Ja. Mhm. Wer ist für Flo als Agent? Wer glaubt, dass Flo Agent ist? Er hat mich gekriegt einfach mit der. So. Das ist auch so verdächtig, Leute. Aber ja, okay. Ja. Ja. Also sind wir schon so weit, dass wir jetzt in dieser Abstimmungsphase sind? Nee, das war so eine Zwischenab. Aber ich glaube, lang ist nicht mehr. Okay, sonst würde ich auch Stopp sagen wollen. Ist tatsächlich schon, ist schon Stopp. Rum. Ja. Schon rum. Ah ja. Also können wir schon offen diskutieren jetzt. Okay. Also auf die Frage hin, wann denn die Arbeitszeit startet, beziehungsweise wann denn der gute Marc zur Arbeit gekommen ist, hat er sehr schwammig geantwortet. Das hätte man nicht ganz so schwammig machen müssen, meiner Meinung nach. Die Frage nach, wie er sein Essen bekommt, war eine Hybridantwort. Das ist natürlich auch nicht immer schlecht, diese Hybridantwort. Aber man kann das schon auch gewählter ausdrücken, muss ich sagen. Und meine Intention sagt mir, dass der Marc an diesem Tisch leider nicht weiß, wo wir sind. Das ist, geht mir ähnlich. Er hat dazu auch noch, finde ich, sehr, also die Fragen, die er gestellt hat, waren auch relativ relativ unspezifisch, so die erstmal auf viele Orte hindeuten können, sodass man jetzt auch nicht bei Fragen, die er gestellt hat, sagen könnte, okay, bei der Antwort, die Kroge gegeben hat, jetzt ist er safe oder nee, das war irgendwie komisch, weil wenn man irgendwie danach fragt, ist es sehr laut, passt es halt erstmal zu super vielen Orten und hilft uns jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht, wenn ich hier so auf diese Karte gucke. Ja? Naja, ich gucke da auch mal rein. Dampflokomotive, Filmstudio, Firmenfeier, Flugzeug. Filmstudio ist laut? Militärbasis, Piratenschiff. Also ich finde ein Filmstudio nicht laut, ein Flugzeug nicht laut, wenn man drinnen ist natürlich. Selbst wenn man drinnen ist, ist es laut. Ein Piratenschiff ist nicht laut. Restaurant ist nicht laut. Also wollen wir auch. Uwo ist nicht laut. Ich finde, diese Frage war schon recht. Also ich hätte damit, also. Ich fand, das war eine schöne Frage für meine Person. Kann man schon rauskriegen, also ob Froge weiß, wo wir sind oder nicht. Ich hatte erst einen Alkoholpegel gegeben. Und ich finde auch meine Antworten im Übrigen sehr, wenn man weiß, wo wir sind, sehr eindeutig. Random gewählt. Ich hätte auch gerne noch ein paar Runden gehabt für ein paar Infos tatsächlich. Ich finde es auch sehr kurz. Ja. Und in der Kürze der Zeit, muss ich sagen, ist es auch ist bei mir am ersten Mark. Mhm. Also, auch weil er sehr viel runtergeluschert hat. Das heißt also, wir stimmen jetzt nochmal ab, oder was? Ja, wenn jetzt keiner noch einen anderen Vorschlag hat. Ich muss halt sagen, dass eure Antworten, die ihr gegeben habt, sehr präzise waren zu den örtlichen Gegebenheiten. Und dementsprechend ist es für mich eigentlich. Stimmt, Lars hat da auch noch so einen Hint versteckt. Exakt, mit genau. Du auch, ich auch. Sekretärin. Genau, ich hatte dich an der Sekretärin gefragt, exakt. Ja. Und dementsprechend, glaube ich, ist es der. Ich glaube eher, es ist Lars, weil ich das nicht spezifisch fand mit der Sekretärin. Aber ey, stimmt erstmal über mich ab, Freunde. Wollen wir abstimmen? Ja, müssen wir. Stell die Frage, Fabian. Ich muss jetzt die Frage. Du bist hier der Host. Ach so. Jetzt zeigen wir mit dem Finger auf die Leute, oder? Oder fragen wir nach. Ich glaube, wir fragen einfach nach dem Namen, oder? Ja, wir können auch zeigen. Wir zeigen das irgendwann. Wir auch zeigen. Wir müssen es ja einstimmig machen, hast du gesagt. Ja. Okay. Drei. So. Okay. Ja, ich zeige mit. Wird ja nie einstimmig sein, wenn der. Okay. Ja. Nee, ist, glaub ich glaube, jetzt. Mal, okay. Jetzt zählt ihr mir jetzt. Ja. Alles klar. 3, 2, 1. Zeigst du, wie ich immer noch auf mich, du Dussel? Also drei Leute auf Marc.
Zwei nur auf Marc. Nee, drei. Drei auf Marc, einen auf mich und einen auf Flo. Ja. Das heißt, jetzt können wir erstmal Marc aufdecken. Oder machen wir erst Werbung? Wir machen erstmal Werbung. Was ein Cliffhanger. Oh, wir machen erstmal Werbung, lieben Gesellschaftsspiele-Freunde da draußen. Wir machen jetzt Werbung, dann sind wir gleich wieder da. Wieder und wir sind kurz davor, den Agenten zu revealen. Wir alle haben Marc verdächtigt und. Nein. Außer dir. Außer dir. Achso, außer mir und Marc selber. Marc selber. Ich habe mich auch nicht verdächtigt, das ist richtig. Ja. Soll ich es nur sagen oder soll ich aufdecken, was ich Ja, deck auf, dass du Agent bist. Aufdecken. Ich bin kein Agent, sondern Schüler. Oh. Nein! Goddammit! Goddammit! Wer ist es denn? Lars oder was? Nein. Es ist selbstverständlich. Es ist Lars. Es ist Lars. Fuck, wie kannst du denn? Ja, sorry Leute. Das war doch die Sekretärin, er hat es als Chef gesehen. Meine Position, die Sekretärin, du dachtest die Vorzimmerdame sozusagen, oder? Das war nicht der Grund, warum ich Lars rausgenommen habe. Er hat nämlich danach eine gute Alarmfrage gestellt. Ja. Er hat, und diese Alarmfrage war für mich so präzise, weil das war so gut. Einmal im Jahr machst du diesen Feueralarm. Da dachte ich, okay, das ist smart. Da habe ich echt gedacht, das ist so smart, dass es jetzt aber glücklich war. Hätte ich nie gedacht. Ja. Aber ihr müsst wissen, passt natürlich rückblickend auch auf sehr viel Alarm. Ich wollte sogar eher mal gucken, Militärbasis ist regelmäßig Alarm. Aber ich wusste dann schon ungefähr Universität oder Schule oder so. Aber ich hätte ich jetzt eigentlich Schüler natürlich können, wo wir uns zu früh finden, für mich nie ausgeschlafen. Bring mir was mit. Du hast eh gewonnen. Aber ich glaube, wenn man es jetzt ganz, ganz sauber aufschreibt und so, hättest du mehr Punkte gekriegt, wenn du es errätst. Ach so, ja. Oder nicht. Machen, nee, ich glaub, machen wir nicht? Ich hätte Stopp sagen können und dann hätte ich genau. Aber nicht danach. Genau, du musst Stopp sagen. Okay. Coole Runde. Ja, aber es ist zu kurz. Ne? Ist sind zu kurz? Uns einig. Weil, ja genau, wir mussten jetzt ja was machen. Klar, mehr. Ja, und es gab halt noch gar nicht so viele. Jeder hat irgendwie zweimal was gesagt. Also wir sollten es nicht so viel länger machen, weil sonst wird es für den Agenten natürlich richtig schwierig. Ich bin natürlich froh, dass es vorbei gewesen ist. Ich schlag 12 vor. Wer, ich schlag auch. Nö, ich bin bei 10 gesagt. 12 bin ich auch dabei. Gut, 12. Gut, dann stelle ich jetzt 12 ein, aber... Der Einzige, der gerade 10 gesagt hat, war der Agent. Und wenn ihr jetzt Agent seid, wärt ihr froh gewesen, wenn wir nur 10 machen. Das ist richtig. Das stimmt, ja. Ich sag gleich mal 7 noch. Hast du gesehen? Nee, ich will auch nie Agent sein. Ich auch nicht. Das ist ja das Allerschlimmste. Ich möchte kein Agent sein. Nur Lügen. Das Spiel besteht nur aus Lügen. Ja. Deswegen habe ich schon im Real Life gesagt, ich möchte kein Agent sein. Wieso sollte ich denn jetzt Agent sein? Als du damals das Angebot hattest vom BND. Ne. Ja. Achso, ich gucke mir meine auch mal an. Das ist doch hier schon... Okay, die Uhr läuft jetzt. Fängt an, immer der Agent der letzte Runde, hatten wir gesagt, ne? Ja? Ja. Okay, dann frage ich jetzt Marc Lehmann. Ja, bitte. Sag mal, wann kommst du. Wann. Nee. Wie ist das denn so bei dir mit deinem Tang, wenn du auf Arbeit bist? Ja. Verändert er sich eigentlich großartig so, dein Haut-Tang oder? Gar nicht. Dafür gibt es keine Gelegenheit. Für Sonnenbaden und sonstiges ist da keine, geht nicht, ne? Keine Zeit und so. Ich komme. Nee. Da ist wenig. Nee. Gut. Fabian. Ja. Folgende Fabian. Frage an dich. Erstmal ein bisschen gröber gefasst. Sehr grob, ja. Sehr grob Maschine. Wie riecht es denn so bei dir auf der Arbeit? Ist das eher so ein bisschen muffig? Ist das immer schön gepflegt und wohl, ne? Wohl gewälzt, die Luft? Mehr so ein Klimaanlagen? Wie ist das so? Ich scheiße auf Arbeit. Was? Ich scheiße auf Arbeit. Was soll das heißen? Ekelhaft. Ist ekelhaft. Okay. Du findest es ekelhaft. Ich scheiß auf Arbeit. Also nochmal meine Frage. Wie ist so die Luft? Das ist korrekt.
Im Allgemeinen. Ich rede jetzt nicht von deinem Scheißhaus. Auf mag ja sein, dass du deine Rolle gerade gut ausspielst, aber die Frage musst du trotzdem beantworten. Scheiß auf Arbeit. Die Luft ist gut. Okay. Meine Luft ist gut. Meine Luft ist. Okay, wer möchte Stopp sagen? Nein, okay, wir spielen erstmal ein bisschen. Ja. Scheiße. Das ist echt eine gute Antwort, ey. Also, ich spiele jetzt nur random mittlerweile. Flo. Ja. Wann treffen wir uns? Ach du, ich. Hält immer Zeit, ne? So durchgetaktet ist mein Tag nicht. Ich habe da immer zwischendurch mal 5 bis 10 Minuten, wenn du schnacken willst. Tatsächlich, ja? Ja. Mhm. Krogi, sag mal du, wenn ich mir deinen Körper so angucke, ne? So, machst du Sport eigentlich? Schon lange nicht mehr. Nee. Schon lange nicht mehr? Nee, wirklich, aber ich müsste mal. Es ist echt Zeit, also muss man ein bisschen was machen. Aber ich lasse es immer so ein bisschen, ich kann mich immer auch nicht so motivieren, weißt du? Das ist ein großes Problem von mir, aber aus faul wird fit, sag ich, weißt du? Da passiert schon was, ganz, ganz sicher. Mhm. Marc, sag mal, zu deinen Vorgesetzten, ne? Ja. Hast du da einen guten Draht oder habt ihr auch mal, also musst du auch was Leistung erbringen? Also hast du da schon richtig Druck, dass du auch denkst, man, heute ist ein Scheißtag, da stimmen die Zahlen nicht so? Oder wie sieht das für dich aus? Ja, es ist bei mir ein Sonderfall, weil ich habe nicht so richtig einen Vorgesetzten, wie gesagt. Für mich ist das alles relativ relaxed. Tatsächlich, also ich kann mich da relativ frei baumeln lassen. Ich habe da keinen. Das lass hängen, ja. Okay. Das ist jetzt ein Sonderfall in meiner Position, aber mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Okay, verstehe, ja. Okay. Tja. Jetzt brauche ich noch. Brrr. Was war das? Was passiert? Schlaganfall oder? Okay, irgendwer muss sich jetzt um Krane kümmern. Flo, ich frag dich einfach mal. Ja. Wie sieht's aus? Was gibt's was du vermisst so in deinem Arbeitsalltag? Irgendwie, irgendwas, kannst du da was sagen? So, das würde es noch besser machen, wenn es das gäbe. Ja, tatsächlich Fußball. Mhm. Also ich bin großer Fußballfan. Mhm. Und ich konnte jetzt arbeitsbedingt leider schon echt lange kein Spiel mehr gucken. Mhm. Immer nur noch dann mal die Ergebnisse lesen, so einmal am Tag. Mhm. Aber zu mehr komme ich da nicht. Hab da nicht die Möglichkeit. Das finde ich sehr schade. Ja. Okay, verstehe. Ja. Lars, ja. Von dir haben wir noch gar nichts gehört. Du bist schon ganz unruhig, ne? Weil ja, weil ich schon fast Stopp sagen will. Aber ich, ja, mach mal. Ich mach mal. Wie ist denn das Essen hier so? Absolute Katastrophe, muss man sagen. Aber man gewöhnt sich dran, weil uns wenig anderes übrig bleibt. Mhm. Mhm. Krogi, in deinem Arbeitsumfeld, ne? Wie viele Kollegen sind denn da so? Ich bin allein. Stopp. Das war schon vorher klar. Ja, ich hatte ihn auch schon auf dem Zettel, aber ich dachte, ich höre mir noch ein, zwei Antworten an. Also, was hat's für dich? Weil ich habe es mir vorher noch gemerkt, dann. Ich weiß es mit Sport. Genau, das meine Frage mit Sport. Es geht. Das ist so ein Ding, das weiß jeder, dass die super viel Sport machen. Ja. Es geht einfach nicht anders. Es geht einfach nicht. Dann habe ich überlegt, gibt es irgendeine Position, wo man vielleicht doch keinen Sport. Nee. Nein. Und das ist halt auch kein Ding von Faulheit, sondern es ist einfach ein Ding von, okay, sonst sterbe ich. Ja. Mhm. Okay. Also, wer ist dafür? Krogi ist der Agent. Und dann habe ich mir aber gedacht, vielleicht weiß er es einfach auch nicht, aber ich glaube, das weiß man eigentlich. Ja, ich bin auch dafür. Ja. Okay. Ich bin der Agent. Yes! Also, sehr gut. Bam. Also, ich dachte erst, dass ihr im Wellness-Tempel seid. Ja. Weil du mit Bräune und dem ganzen Shit anfängst. Und das passte dann auch irgendwie auch gut zum Sportding. Mhm. Weil ich dachte, okay, und ich habe jetzt irgendwie irgendwas rausgesucht, wo ich dann vielleicht keinen Sport machen muss, irgendeinen Job habe. Aber es war es anscheinend ja offensichtlich nicht. Nee. Aber wo bist du denn ganz alleine? Ich dachte, ich habe meine Bräunungsanlage, sitze da irgendwie. und keine Ahnung. Dann kommen Leute rein und die kriegen, weiß nicht, kommt auch keiner. Deswegen hast du auch Zeit, weil du sitzt vor deinem Solarium, kommt 10 Minuten keiner rein. Nee, aber wir sind natürlich
im Weltraum. Und deswegen musst du nämlich Sport machen, die ganze Zeit, weil deine Muskeln verkümmern. Exakt. Ja. Und ich bin ein Außerirdischer. Ja gut, das ist natürlich... Das Außerirdischer? Das ist ja geil. Gut, gut, gut. Okay. Ich scheiß auf meinen Job. Ja. Das war das in der Runde? Ja, ich scheiß auf Arbeit. Was? Ja, und da hab ich gedacht, du bist nämlich so ein reiches Mädchen, was ich schön bräuchte. Oh ja, stimmt. Weißt du? Okay. Hab ich halt gedacht. So, das Außerirdischer, das ist natürlich aber auch schwierig dann, ne? Ja. Aber das zeigt aber auch, wenn man sich vom Anfang so, von dem ersten Gespräch schon so leiten lässt, das ist auch Bullshit. Ja, total. Ja. Weil, aber ich möchte noch eine Sache machen, um diesen Werwolf-Trick, hat's irgendwo geraschelt oder so, zu vermeiden. Du darfst auch nicht, wenn du auf die Karte guckst, sagen, ach, das wird ja wohl wieder. Weil das, dann fängt man wieder, du hast vorhin gesagt, ja, das kann ja was werden. So. Und dann, kann man wieder denken, okay, ist das jetzt ein Trick? Das finde ich ein bisschen... Ja, stimmt. Stimmt, mach das gerne. Okay, halten wir einfach die Schnauze, wenn wir das machen. Ja. Ist okay. Ja. Finde ich besser. Wir können auch sagen, wir machen komplett mit den ganzen Nummern und so. Doppeltäuschung und so. Dann wird's halt scheiße. Ja. Machst du Sport? Das ist eine gute Frage für den Weltraum. Ja, wirklich. Gute Frage. Weltraum ist aber echt auch dankbar, um das rauszufinden. Ja, ja, ja. Stimmt. Also, das ist schon sehr eingeschränkt. Stirbst du, wenn du den Raum verlässt? Ich habe bei deiner Frage habe ich noch Polizeistation. Bei deiner Frage habe ich noch mir die ganze Zeit überlegt, was hier, wie heißt er, Alexander Gerst, was der gesagt hat. Was meint er noch, dass nach Nuss riecht oder so? Ja, Walnuss, ne? Metallisch. Ja, aber so. Sagt ja auch jeder anders. Ja. Ja, aber da, du warst auch sehr verdächtig. Erstens mit dem überhaupt gar nicht zu antworten, dann mit dem die Luft sei gut. Gerade ich auch total verwirrt. Gerade als Außerirdischer ist die Luft nicht da, also. Oder da auf meinem Planeten, ja klar. Okay, ja. Aber du bist doch der da draußen, oder? Ja, aber genau, ich bin Außerirdischer, also. Nee, war schon cool. Also gute Runde von euch, schwache von mir, aber wir kommen dahin. Nee, du kannst das war sehr undankbar in der Situation, der Agent zu sein. Okay. Ich würde sagen, top, die Wette gilt. Krui fängt an. Krui fängt an. Flo. Ja. Wenn du den Raum verlässt, stirbst du dann. Nein. Obwohl, kann passieren. Also wenn man wenn du zu einer ungünstigen Zeit rausgehst, da gab es schon sehr, sehr unangenehme Zwischenfälle, würde ich sagen. Mhm. Marc. Ja. Wie fragst du das jetzt, ne? Wie frage ich das, ne? Bist du der Agent? Wie ist denn so der Lärmpegel hier? Das kommt sehr auf die Situation an, tatsächlich. In welcher Phase meines Jobs ich mich befinde. Mhm. Ja, so möchte ich es mal sagen. Okay. Es kann sehr laut sein. Ja. Aber auch sehr angenehm ruhig. Mhm. Lars. Mhm. Wie sieht's aus? Freie Klamottenwahl oder vorgeschrieben? Ich kann mich erinnern, ich habe mal vorgeschlagen, dass man so eine Art freie Klamottenwahl durchführt, aber das ist leider nicht möglich. Und im Endeffekt muss ich sagen, das ist auch vielleicht ganz gut so. Okay. Keine freie Klamottenwahl. Okay. Was hast du denn das vorgeschlagen? Ja. kann ich so erinnern. Hättest du ein Problem damit, viel rumzukommen? Also beruflich, also ja, hätte ich, also nein, ich komme beruflich viel rum und bin unterwegs, aber ich finde es nicht so geil, weißt du? Hm? Also ich persönlich finde es eigentlich kacke, deswegen muss ich schon darauf achten, dass immer alles für mich passt, so, weißt du, wenn das nicht so nach meinen Vorstellungen läuft. Dann werde ich auch echt zu Diva. Mhm. Also da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Mhm. Aber ich komme halt doch viel rum, ja. Das ist die Antwort. Danke, du darfst eine Frage. Ich weiß. Fabian. Hi. Bist du? Also es ist ja viel passiert auf dem im Food-Sektor, sage ich mal. Na. Da sind ja viel, das ist ja viel Forschung betrieben worden. Das Essen ist ja auch jetzt ein bisschen besser. Mittlerweile, ne? Wie stehst du dazu? Kriegst du gutes Essen oder nicht? Na, ich muss sagen, also ich muss sagen, dass das Essen gut ist, aber im Privaten würde ich das vielleicht nicht machen. Mhm.
Flo. Mhm. Geiler Blick. Wie war denn so, war deine Ausbildung sehr lang? Ja. Danke. Ausgesprochen lang, lang studiert. Ja? Ja. Da gibt es nicht viel mehr. Das wollte ich nur wissen. Macht nichts, Marc. Wie findest du denn eigentlich deine Arbeitszeiten so? Naja gut, man muss schon flexibel sein, sag ich mal, ne? Also klassisch 9-to-5 ist es natürlich nicht, aber insgesamt übers Jahr gesehen, so gesehen bin ich sehr zufrieden. Klar, aufs Kleine gesehen ist es natürlich mal so und kann auch ein bisschen anstrengend sein, aber insgesamt finde ich das sehr in Ordnung. Fabian. Ja, hi. Na? Würdest du sagen, dein Job ist für jeden machbar oder ist das vielleicht eine Einschränkung? Kann besondere Menschen das vielleicht mit irgendwelchen Ängsten oder so eher nicht machen? Oder ist das ein Job, den eigentlich jeder machen kann? Ich sag mal so, man kann ja alles irgendwie lernen, ne? Mhm. Ich sag mal so, im Prinzip kann das schon jeder machen, aber da muss man dann schon sich vielleicht das ein oder andere Mal überwinden und dann geht das schon. Okay. Krogi. Kannst du mir, also ich bin jetzt auf der Arbeit, ja, kannst du mir im Supermarkt vielleicht ein paar Bananen besorgen? Ich bin jetzt auf der Arbeit. Ich muss es erst verstehen. Ja, ja, kannst du mir im Supermarkt Bananen besorgen? Schwierig natürlich. Das ist natürlich eine ganz schwierige, also DDR-Büro. Nein, da geht's nicht. Also, nee, eigentlich geht das nicht. Eigentlich geht das nicht, ne? Nee, glaube ich nicht. Schwierig. Ich meine, ich selber würde ja auch niemals, also ich bin schon ein bisschen faul, ne? Mhm. Und allein aus dem Grund kann ich aufstehen. Ist noch ein anderer für mich. Ganz ehrlich. Okay. Lars, bei deinem Job. Hast du da viel Rückenschmerzen, weil du viel sitzt eigentlich? Ja. Ich habe mir kürzlich aber so ein Kissen gekauft, das darf aber nicht zu groß sein und nicht zu sehr ablenken. Hm. Okay. Kennst du nicht diese ablenkenden Kissen? Flo, willst du in deinem Job eigentlich noch hoch hinaus? Nee, ich sorge mit meiner Arbeit eher dafür, dass andere das können, dass andere glänzen können. Ich bin mir so unsicher. Ja, ich weiß auch nicht, da schon wieder hier. Nee. Was denn? Ist klar oder was? Ja, noch nicht ganz. Ich bin so unsicher. Ich bin auch richtig unsicher. Schöne Runde auf jeden Fall. Wie lange haben wir noch? Krogi. Flo. 5 Minuten, also viel. Wie viele Menschen siehst du denn eigentlich so den ganzen Tag über so grob geschätzt? Ganzen Tag über? Aber sind schon einige. Das muss ich schon sagen. Ich sehe schon eine Menge Leute. Variiert natürlich. Von Tag zu Tag variiert's. Aber an so einem richtig hochfrequentierten Tag, sage ich mal, können schon so einige tausend sein. Ja. Das ist viel, ne? Das ist schon verdächtig viel. Sehr, sehr, wirklich. Verdächtig. Ja. Also das müsste man nochmal berechnen. Ja. Gut. Das ist schon viel. Oh.
Ich überlege gerade noch kurz. Mhm. Ja, überlegen mal wirklich gut. Ich würde mal Lars vielleicht nochmal, oder? Ich würde, glaube ich, auch nochmal den. Wer mich verdächtigt, kann nur. Ja, gut, weiter. Was? Obwohl, nee, ist Fabian. Ja. Stimmt, ist Quatsch. Münster, ja, Fabian, ja, nochmal. Hi! Fabian. Du magst mir gerne Bananen. Na, jetzt bist du aber wenn anzüglich. Du, hast du ja eben gesagt, ob ich dir welche mitbringen kann. Aus, ja, die mag ich auch ganz gern. Kommst du beruflich so weit rum, dass du in Gegenden kommst, wo es dieses Obst gibt, also wo das richtig wächst, also quasi das Ursprungsland der Banane, bist du das schon mal gewesen? Das klingt so episch. Das Ursprungsland der Banane. Ich muss ganz kurz überlegen. Ja, da war ich schon mal. Okay. Lars. Lass mich ganz kurz überlegen, ja? Lars? Mhm. Aber bräuchtest du, also hast du immer einen Kollegen am Start? Ja, das ist Grundvoraussetzung. Ohne Kollege, ohne mich. Ohne Kollege, ohne mich. Ach ja, Krogi. Ich würde so gern wissen, was los ist. Krogi, so viele tausend Menschen. Hm? Die tausend Menschen, die du so siehst, siehst du die ungefähr in dieser Konstellation denn am nächsten Tag, am übernächsten Tag? Auf gar keinen Fall. Wieder? Auf gar keinen Fall. Nein. Nein, nein. Das wäre purer Zufall. Nein, ist unmöglich. Ist unmöglich. Oh. Auf keinen Fall. Wer ist es denn nur? Ist ich nicht. Ich weiß es auch nicht. What? Ich hab schon zu eindeutige. Flo. Bringst ja andere Menschen hoch hinaus, hast du gesagt. Aber es ist dir auch schon mal widerfahren, dass die Leute doch nicht so hochgekommen sind, wie sie wollten? Habe ich schon mitbekommen, ja, tragisch. Aber da muss ich sagen, das ist immer ein Kollege für verantwortlich gewesen. Okay. Das hatte ich nie zu verantworten. Wie lange haben wir noch? Eine Minute. Ich sag mal Stopp. Ich würde jetzt. Aber wen denn? Ja, dich vielleicht selber. Zu dich selber vorschlagen. Ja. Naja, wir müssen ja jetzt, sonst. Oder du kannst noch eine Frage stellen, ne? Nee, ich weiß, also einer von denen. Stell noch eine, weil danach müssen wir eh abstimmen. Hört doch mal auf, so zu tun, als wärt ihr in einem Team, das ist auch noch nicht mal sicher. Also wirklich. Ich halte das schon schnell. Sehr sicher. Doch, stell noch mal gerade eine. Fabian. Ja. Ja. Hi, ne? Aber auch, also entweder ein Glückstreffer oder. Das denke ich halt auch, exakt. Hi, ne? Wie viel ist deine Arbeit sehr abwechslungsreich oder eher repetitiv? Also, eigentlich. Oh. Entschuldigung. Eigentlich ist sie schon sehr repetitiv, aber manchmal lerne ich ja auch Leute kennen, dass es dann schon. Dann sind wir schon. Aber eigentlich ist es repetitiv. Aber also, manchmal. Okay, ich glaube, es ist Fabian, der gerade auf ein falsches Pferd gesetzt hat. Nein! Aber ein ungefähr richtiges Pferd. Also. Im Ausschlussverfahren, deswegen hätte ich Stopp gesagt. Ich glaube, Krogi ist es nicht. Er ist kein Agent. Ich glaube auch, Marc hat ganz gut auf den einen Scherz reagiert, genauso wie Flo. Wobei ich bei Flo mir nie sicher bin, der lügt mir ins Gesicht. Aber Krane hat zwar möglichst versucht, diese Fragen aufzunehmen und dann irgendwie was zu antworten mit der Banane und so. Aber es war doch immer sehr weit. Der Supermarkt war sehr random. Ja, ja, aber es war schon quatschig. Es war auch ein bisschen, da war ein bisschen das Problem, dass ihm da auch
auch ganz gute Antworten schon in den Mund gelegt wurden. Mit, ja, genau. Ja, aber mit, das dem, mit dem Essen. Nein, Leute, aber ganz kurz. Nein, stopp. Aber das mit der Banane, das war ja ganz klar zur Verortung. Also, und um auch Krogi auszuschließen, um zu wissen, ja, ob Krogi der Agent ist oder nicht. Das war schon sehr eindeutig. Ich bin auf keinen Fall der Agent. Ich bin da auch sehr unsicher. Ich glaube, dass jeder am Tisch hier weiß mittlerweile, worum es geht. Aber ja, ich bin so am Überlegen, wer auf dem Weg dahin am meisten geschlingert ist. Und ja, da bin ich wieder ein bisschen bei Krogi, ja, weil er über diese 1000 Leute, ja, und bei der Banane war es jetzt auch nicht so eindeutig. Es war schon überlegen, nee, ich glaube, aber ich kann sie dir nicht bringen. Was das, ist das, das, für das, was Flo da bin ich jetzt im Vorfeld gesagt hat, ja, greift natürlich jetzt, genau, auch noch, ja, ja, dass wir alle verschiedene Rollen haben natürlich, ja, ja, und alle verschiedene Ursprünge haben. Und ich habe meine Rolle sehr gut gespielt, das darf natürlich, Leute. Das, ja, darf natürlich jetzt nicht vergessen, ja, wenn du jetzt noch überlegst, du weißt ja, wo wir sind, ja, ja, was zum Beispiel ich auch für eine Rolle haben könnte. Eben. Das Problem ist nur, dass ihr beiden, glaube ich, also ihr spielt dieselbe Rolle und ich glaube nicht, dass es dieselbe Rolle gibt. Naja, gut, aber das ist ja Auslegungssache. Also, nee, das ist nicht zweimal dieselbe Rolle. Nee, genau. Nee. Also das, ich glaube, ich weiß sogar auch, was Flo. Obwohl, ich kann dem nicht trauen, dem Mann. Aber was hat denn Marc, weil wir ihn noch nicht verdächtigt haben? Was hat er denn geantwortet? Was hat er gefragt? Wisst ihr? Hey, ich habe ziemlich eindeutig. Die Arbeitszeiten habe ich sehr eindeutig. Aus kleine bedachtet schon sehr schwankend ist, aber übers Jahr verteilt ich dafür ganz gut, ja, und so weiter. Ich Was war noch? Die Lautstärke hast du. Die Lautstärke, dass es mal sehr laut sein kann, aber je nach Situation dann auch angeht. Okay, ja, dann bin ich bei Kran. So. Also ich bin auch bei Kran. Nein, ganz kurz. Aber er hat schon auch die Rolle. Ich habe einfach, überleg doch mal, dass ich vielleicht eine Rolle haben könnte. Ja, aber das könnte doch überall fast sein. Das ist ja am Ende gleich, gesagt, kommt raus, es war kein Agent dabei, ja, in diesem Set. Ja. Karten falsch bedruckt. Okay, lass doch mal drei nach. Aber ich, also mal so ist übrigens also kein gutes ja, Argument. Doch, bin ich schon. Du sagst, du hast mal eine gute Arbeitszeit, also, mal hast du ein bisschen Lautstärke. Nee, ich habe ja konkret gesagt, aus kleine, wenn man auf die Woche geht oder auf den Tag sogar, dass da die Arbeitszeiten schon für ziemlich wechseln und ziemlich anstrengend sein können, aber dass mir dafür aufs Jahr gegeben. Wir haben hier zwei erfahrene Agent Undercover-Spieler, die gerade den höchsten Redeanteil haben. Es wurde nicht einmal angesprochen, ob die vielleicht auch die Agenten sein können. Ja, also weil Lars hatte ich vorher, kurz mal auf dem Zettel, aber er hat mit hoch hinaus schon allein. Lass uns mal ganz kurz hier, Leute, vor allen Dingen, wir müssen uns vielleicht auch mal, ne, lass uns doch das mal nicht außer Acht lassen. Außer Tracht kommt nur deine Mutti. Weiter, schnell. Dass die beiden hier eventuell auch die Agenten sein könnten. Welche beiden? Na, Lars und Flo. Bei Flo habe ich kurz überlegt. Was haben wir denn da gesagt? Weil sie sind ja gerade sehr laut und lenken krass von sich ab und so. Er hat ein Wort gesagt. Oder du versuchst gerade extrem von ihr abzulenken. Nein. Ich habe mit Flo gefragt, ist es noch mal passiert, dass die Leute nicht hoch hinauskommen? Und er hat gesagt, ja, das ist dann aber tragisch. Ja, so. Und dieses Wort hat es eigentlich bewiesen, dass er nicht der Agent sein kann. Hätte er sonst gesagt, nee, ist auch mal passiert. Hier kämpft gerade einer dass wir noch mal weiter überlegen und so weiter. Allein, dass du mich verdächtigt hast, hat dich so verdächtigt, weil ich so ein klares Zeichen gesetzt habe. Welches? Weiß nicht, ob ich das jetzt sagen. Ja, doch, das hat doch Flo auch gerade. Guck mal, selbst dass du das jetzt nicht mehr weißt, du bist der Agent, fertig. Ja, okay. Nein, stopp. Okay, Leute. Abstimmung. Oh, ich weiß es bei Kran, aber nein, auch wirklich nicht. Nein, ich war. Also, wenn du jetzt nicht der Agent bist, dann bist du wirklich happendoof. Also, doch, wenn du jetzt nicht der Agent bist, dann hast du dich gerade so verdächtig gemacht, dass du nicht mal weißt, was gerade für ein. Das stimmt nicht. Hey, warum lässt du mich gerade so in das Messer laufen, Lars? Weil du vielleicht selber der Agent bist. Ja, gut, das ist kein Argument. Aber ich will noch mal ganz kurz sagen, ich habe eine Rolle gespielt. Ich habe im Extra sehr offensiv gespielt. Aber ich weiß auch nicht, ob du die von Anfang an so... Von Anfang an habe ich diese Rolle gespielt. Aber diese Rolle passt auf jedes einzelne. Nein. Die gibt es überall in jedem Raum. Also ich würde mal sagen, in der Schule gibt's die nicht. Wir müssen abstimmen. Nein. So, und ich will mal kurz sagen, dass Flo Harten hat sehr. Ich würde auch nicht sagen, dass du bist, weil du eventuell eine Rolle gespielt hast, die wir bei diesem Berufszweig sehr genau kennen. Ja, also, oder an dem Ort, wo wir sie kennen, gibt es diese Person, die Flo Harten gespielt hat. Ja, er hat ja gesagt, er ist dafür verantwortlich. Der guckt einfach so komisch, ey. Geht doch nochmal meine Antworten durch. Ich habe ab der ersten Antwort aber ganz kurz nochmal, also je länger ich drüber nachdenke, ja, diese war die Arbeitszeitfrage, ja, die ist ja auch, wie du sie beantwortet hast. Ich überlege gerade eine Rolle, die darauf zutreffen könnte. Mir fällt einfach keine fucking Rolle ein, wo diese Arbeitszeit. Eindeutig.
Eindeutig, doch, auf doch. Arbeitszeit. Dann ist es vielleicht ja. doch Krogi. Ja, alle Leute. Vor allem, also ich glaube nicht, vielleicht drehen wir um und das ist kein Agent drunter, sondern Krogi hat noch eine andere Rolle in einem anderen Setting. Nein. Ich finde sogar, die Arbeitszeitenfrage ist die am eindeutigsten. Okay, weißt du noch beantwortet auf die Arbeitszeitfrage? Das ist auf den Tag betrachtet schon sehr krasse Arbeitszeiten auf sind. Auf den Tag, okay, Entschuldigung. Genau, und ja. übers Jahr, dass mir dafür sehr viel ja, okay, alles ausreicht. Klar, passt die Sache ja. mit dem Supermarkt, wieso hast du die so verkackt? Du machst dich damit so ja, und tausend Leute. Ey, du machst wir wissen alle, dass die Person, dass wir uns in einem Raum bewegen, wo man höchstens 200 Personen hat. Nein, Moment. Ich weiß genau, welche Rolle er ist. Du hast ja alles. Ginge schon, ja. Also man könnte es schon. Er ist garantiert Security-Dude. Ja. Ja, okay, Leute, dann ist es Lars. Nee. Nein. Nee, das war ziemlich also, wollen wir jetzt nein. abstimmen? Ist die Werbung und okay. dann müssen wir danach Wir müssen okay, also. Abstimmen. Wer ist, oder? Ja. Ja. Nee, wir müssen zeigen. Ja, genau. Oh, ich, aber es ist echt random. 3, 2, 1. So, wir sind 3 auf Krane, 1 auf Krogi, 1 auf mich. Ja, nee. Du bist es nicht? Das verrate ich natürlich nicht. Das sehen wir nach der Werbung. Oh, ist spannend. Mach schnell. Das ist eh Mark. Genau. Herzlich willkommen zurück, liebe Leute. Wir, Edition Undercover, wir sind kurz vor dem Reveal. Ich wurde hier verdächtigt. Du musst aufdecken. Ich muss aufdecken und ich bin natürlich nicht. Nein! Du bist die Stewardess, ne? Ja, das habe ich gewusst. Hab ich halt auch gedacht. Ja, ich habe es doch eindeutig gespielt. Ich habe auch jeder sein. Scheiße! Ihr, was ich mir gedacht habe, dass du die Stewardess bist, dass du der Fluglotse bist, dass du der Pilot bist und dass du der Passagier bist. Bin ich auch. Und dass du der Agent bist. Das hab ich mir gedacht. Und du bist, siehst du? Und ich bin der Siehst du doch? God damn it! Oh, das war richtig gut gespielt. Ja, aber weil ich sehr früh tatsächlich geahnt habe, wo es hingeht. Ab dem Aussteigen könnte manchmal oder Raum verlassen könnte manchmal blöd sein. Dann wusste ich schon, okay, es könnte eine dumme Frage. Es könnte das Schiff sein. Es gab ein U-Boot, aber es hat schon mal ein bisschen sehr gut. Und dann je mehr aber hoch viele haben sich verdächtigt. Du hast es schon. Alter, dadurch konntest, weil du zum Schluss wusstest, wo wir sind. Ich habe mich relativ unglaublich eingeschworen, dass ich Pilot bin, obwohl ich schon geahnt habe, dass du auch Pilot bist. Und ich habe nur gehofft, dass es nicht irgendwann rauskommt, dass wir hier doppelt das vernünftig, sonst ist es ja. Aber dass du mich verdächtigt hast, nachdem ich hoch hinausgesagt habe, hat dich so verdächtig gemacht, weil das für alle klar war, die wussten, wir sind im Flugzeug, dass ich nicht Geheimagent bin. Die super. Es kommt eine Speedrunde noch. Ja. Den vielleicht nicht mit rein. Ich war ein Erste-Klasse-Passagier. Ach du Scheiße. Ich hätte gedacht, dass du Security bist. Ja, aber das ist aber noch kein. Deswegen so viele Leute sind. Erste Klasse Passagier, aber das ist doch kein. Ja. Da siehst du doch nicht tausende von Leuten. Ich muss ja trotzdem durch den Flughafen. Oh ja, stimmt. Genau. Durch die ganze Sicherheits. Auch ich muss dann durch die Sicherheitskontrolle. Ja. Also, LA. Selbst ein Michael Krug. Ja, selbst erste Klasse Passagier. Schnelle Runde mit 8 Minuten. Ja. Sheesh. Es ist ein tolles Spiel. Es ist ziemlich geil, muss ich sagen. Es ist auch. Wie doll man sich ärgert, weil rückblickend ist es halt wirklich so, dass eigentlich alle von euch irgendwas super Safes gesagt haben und du hast dich immer nur auf diese dumme Arbeitszeit berufen, die aber halt ja auch ganz gut passt. So. Ja. Ja, aber je mehr ich diese Lügner-Spiele mit Marc spiele, desto eher kann ich auch lesen. Ich habe gerade schon so ein paar Schwingungen. ich hab das gemerkt, dass du mehr Experte warst. Ja. Okay. Es geht los. Wer war du? Du fängst an. Ach so. Lars. Ja. Mit wie vielen Leuten hast du so zu tun an so einem normalen Tag, sag ich mal? Beruflich. Ich muss sagen, dass ich mich hier nicht beruflich befinde. Okay. Aber kürzlich erst mit 100 Leuten deutlich zu tun gehabt. Okay. Nice. Naja. Deutlich. Krogi McCrogson. Hey. Im Privaten suchst du dir ja einen Partner, der auch so ein bisschen tickt wie du. Kannst du mir bitte den
die Interessen, so sagen, wenn ihr am Abendtisch irgendwie redet, habt ihr doch gestern irgendwie so debattiert über so ein bestimmtes Thema. Kannst du mir das nochmal sagen? Ich habe das mitbekommen. Das ist viel Reisen. Kontakt mit deiner Frau. Viel Reisen halt tatsächlich. Es geht um, ne, wo soll es hingehen? Wo ist es auch sicher? Man weiß es ja, heutzutage passiert viel in der Welt. Und dann, ich bin da schon so ein Danger-Mann. Ja? Ich gehe da gerne hin, wo es ein bisschen, bisschen kickt, sag ich mal. Da hänge ich gerne mal rum. Ja. Schöne Grüße an die Frau noch. Gerne. Nächste Woche komme ich wieder. Gut. Marc. Ja. Stempelst du gerne? Stempeln? Nee. Muss ich Gott sei Dank beruflich auch nicht. Also stempeln tue ich nicht. Ich bin in einem Umfeld, wo gelegentlich gestempelt wird, aber ich persönlich habe damit... Also natürlich meinte dieses Stempeln. Ja, ja, verstehe. Ich persönlich habe damit nichts zu tun, aber ich verstehe. Fabian. Hey. Hey. Ich möchte nochmal auf die Kleidung kommen. Bist du relativ frei, was deine... Ich meine jetzt nicht mal unbedingt, dass es Uniform ist. Kannst du kommen zur Arbeit, wie du willst, angezogen? Fragen wir mal so. Es muss ja nicht eine vorgeschriebene Uniform sein, kann es aber auch sein. Oder kannst du im Alltagslook, im Casual... Wie ist das? Also von frei... nee, kann nicht die Rede sein. Ich hab da gibt es schon, sag ich mal, eine Etikette. Eine Etikette? Ja. Aber keine Uniform? Keine Uniform, nee. Aber eine Etikette. Okay. Flo. Ja. Wohnst du schon lange hier? Ich möchte lösen. Wir befinden uns in einem Hotel. Herr Agent. Ich möchte auch Herr sagen, er muss der Agent sein. Ich glaube, er ist der Agent. Da liegen sie leider falsch. Ah, fuck. Aber nicht verkehrt. Was war's? Die Botschaft. Die Botschaft. Wahrscheinlich mit das Schwierigste, was man... Das ist echt arg schwer. Ja. Ja. Ich war Tourist, Mann. Jetzt mal ehrlich. Echt? Ich kann ja alles machen. Krass. Ja. Ich war Flüchtling. Ich war Sekretärin. Botschaft hätte ich auch nie. Was ist denn das für eine Aussage von dir dann gewesen mit 100... Du hattest mit 100 Leuten... Ich bin auf dem Flüchtlingsboot unterwegs gewesen. Ach so. Engeren Kontakt. Sehr eng sogar. Okay. Warum stempelt man das? Machen wir noch eine schnelle Runde? Eine Botschaft ist ja immer gestempelt. Komm. So ein Pass abstempeln oder so. Super schnelle Runde oder was? Super schnelle Runde. Super schnelle Runde. Mein Rucksack irgendwie. Ich musste einfach schnell auflösen, weil hier wohnen, ich hatte das halt eigentlich auf sowas eingegrenzt, nach deinem Lars, dass du hier nicht beruflich bist, aber mit 100 Leuten zu tun hast, hatte ich eigentlich sowas wie Zirkus, Theater, Hotel, Kreuzfahrtschiff. Oh. Gerade dann mit dem Reisen war ich irgendwie dann viel bei Kreuzfahrtschiff. Ja. Ich dachte schon, du bist mit dem Stempeln zu weit gegangen, aber offensichtlich nicht. Nee, habe ich auch gedacht, aber ich dachte, irgendwie müssen wir ja ein bisschen... Ja. Nee, aber hat ja auch funktioniert. Ich habe gar nicht dran gedacht, eben, dass ich ja auch hätte lösen können als Agent. Aber okay. Ja, das wollte ich dir nämlich noch vorwerfen. Ja, stimmt, du wusstest die ganze Zeit, dass es irgendwie... Ja, ich wusste relativ, aber ich habe da gar nicht dran gedacht. Los geht's! Okay. Okay, ich fange an, ne? Ja. Fabian. Hi. Hi. Sag mal, wie ist denn das Wetter eigentlich? Findest du das, ist das gut? Gefällt dir das? Ist dein Ding? Das Wetter ist mir ehrlich gesagt komplett egal. Ist hier komplett Latte? Ja, komplett Latte. Krogi, wie viel Geld hast du heute dabei? Menge. Richtig viel. Und das ist gut. Jetzt nochmal aufs Spiel zurückkommen, Krogi. Geld ist stark. Echt, das ist geil. Lars. Ja, Krogi. Geld und Gesellschaftsspiele sind top. Top, Leute. Wirklich, Daumen hoch. Hast du eigentlich jetzt, also ich finde diese Kleiderfrage immer sehr schön. Hast du eine Kleiderordnung, die du befolgen musst? Ja, würde ich zu Hause auch niemals anziehen. Ich habe es allerdings auch schon mal die Kleidung zu einem anderen Anlass getragen. Mhm. Das
ging ganz gut unter, dass es ja eigentlich meine Arbeitskleidung ist. Auch ganz runter, okay, ja, alles klar. Marc, läuft denn eigentlich bei dir in der Arbeitszeit Musik? Wenn ja, welche? Es läuft Musik, aber sehr dezent. Sehr, sehr dezent. Was für eine Musik? Also mal so, aber nö, sehr beruhigend, eher so klassisch, sehr, sehr ruhig. Mhm. Ja. Ja, danke. Teilweise auch gar nicht. Mhm, danke. Danke. Reicht so, Ihnen, ja. Genau, wir müssen ja ein bisschen Gas geben. 3 Minuten. Okay, Flo. Wie geräumig ist es bei dir auf der Arbeit? Sitzt du im kleinen Loch oder ist es eher Turnhallenniveau? Was würdest du sagen? Ja, es ist eher größer, aber es ist jetzt auch nicht super, super luxuriös. Aber ist okay, ich komme klar. Mhm. Stopp. Absolut. Eigentlich muss das Flo sein. Muss Flo sein. Ja. Ist der Agent. Fickt euch, wie kann man zweimal hintereinander die Scheiße? Ja. Was war's denn? Casino. Hey, ich hatte das sogar. Der luxuriöse Raum. Ja, aber pass auf, ich hatte sogar Casino wegen der Kohlenummer. Ja, und da habe ich schon gedacht, okay, aber ich wollte nicht wieder nach 2 Fragen lösen und dann daneben. Ja, okay. Und dachte jetzt aber, ja, okay, es gibt da doch aber auch einen Scheiß wie einen Manager oder Leute, die irgendwo in Hinterzimmern sitzen und so. Sitzen noch nicht alle von euch in dem Raum, oder? Nee, was aber nee, schon ich war noch, Casino ich war musst du schon dann dich in ein Spieler? Casino reindenken. Du darfst naja, aber nicht sagen, was, ja, ich was, wenn ich, ja, aber was, wenn ich der Manager bin und er fragt, wie mein Arbeitsumfeld ist, dann musst du sagen, naja, ist halt ein Büro, ne? Nein, das Umfeld ist trotzdem das Casino. Du darfst ja nicht sagen, ja, der Manager hat ein Büro, das sieht aus wie ein U-Boot. Deswegen befinde ich mich als Manager in einem U-Boot. Du musst das Spiel schon spielen, wie man spielt. Ne, aber ich weiß nicht, man muss auch schon die Rolle so spielen, wie sie ist. Ne? Und wenn ich dann, ja, weiß nicht, was, wenn ich vorne... Ja klar, aber dann, wenn ich als Spieler Parkplatz könnte mich auch fragen, was ist dein Beruf? Und sag ich mir Mediengestalter, keine Ahnung, das Ganze über gespart und jetzt bin ich hier. So, das ist ja schwierig, oder? Du musst ja schon immer den Leuten noch ein bisschen entgegenkommen, oder? Ja. Also. Ja. Ey, wenn ihr mal Sicherheit braucht übrigens, ne, dann wendet euch an mich, weil ich war sowohl im Casino als auch in der Botschaft der Sicherheits... Also Leute. Schön. Ja, schön. Ich glaube, also es gibt ja eigentlich auch Punkte bei diesem Spiel. Ja. Ne? Und ich glaube, dadurch, dass Marc als einziger... Ja, ich bin schon der Sieger hier. Ja. Oder? Kann man schon so sagen, oder? Marc, verdienter Sieger. Mehr Punkte auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, dass du eine sehr schöne Stewardess warst. Sofort. Ja, ich habe. Also, das hast du wirklich gut gemacht. Und trotzdem habt ihr alle auf ihn gesetzt. Ja, weil einfach eine Frauenstimme gemacht hat. Das lag aber nicht daran, dass er währenddessen gut gespielt hat. Das lag daran, dass es im Nachgang awkward war. Ja. Also, das hast du gut gespielt. Ja, im Nachgang ist es bei mir öfters awkward. Liebe Leute. Leute. Was du gemacht hast, aber gut. So, bitte. Was? Nein, das ist okay. Nein, komm, hier, deine Leute dann antworten. Euer Lieblingskarte. Ja, es war zum Teil Sex. Ja, ich warte, nein, war es nicht. Komm, Marc, wir machen so einen Dreier. Komm her. Schaugespiel. Komm, hier, bleib auf der Dreier. Komm. Okay, komm. Bleib auf der Dreier. Wir machen jetzt noch ein Thumbnail und danach verprügel ich den Jungen. Ja, ich verliere sowieso. Gesetz aufs Spiel. Was ist das cool eigentlich? Ist das nicht die? Hä? Die? Gesetz aufs Spiel sind. Toll! Cool. Hey Leute, das war wieder Almost Playly. Und wir sehen uns bestimmt nächste Woche wieder. Ciao. Ciao. Ciao.